Hallo und herzlich willkommen zu Somcard und ein weiteres Video. Heute Medieval Machines Builder. Das Spiel kennen wir schon. Wir haben früher mal davon einen Key bekommen und jetzt haben wir auch wieder einen Key bekommen. Diesmal ist es aber wohl die Vollversion. Und ja, wir stellen wieder alles ein. Musik auf jeden Fall leider raus. Und ansonsten können wir eigentlich alles hier drin lassen. Sichtfeld. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Kontroll, bla bla. Okay, sonst sieht eigentlich alles ganz gut aus. Zack. So, wir spielen. Oh, hat sogar noch meinen Spielstand, seht ihr mal. Und jetzt sollte ich sozusagen eigentlich da weitermachen können, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar genau hier. Einsamer Turm. Da nicht vollständig. Dann haben wir noch die Schlucht nicht vollständig. Holzfest, dieses Level ist gesperrt, okay. Was ist hier? Sein Vorteil. Okay. Differenz. Also es ist noch einiges dazugekommen. Und ja. Wie gesagt, wer das Video noch nicht kennt mit den ersten beiden Versionen, Missionen meine ich, kann gerne mal mein Dings, das heißt glaube auch Medieval Builders und zwar First Builders oder so, oder First Building heißt es glaube ich. Und das war halt die Demo, beziehungsweise die Early Access Version, Open oder Close Beta, je nachdem, ich weiß es gar nicht mehr so. Und da haben wir damals schon Key gekriegt und jetzt, wie gesagt, haben wir als Dankeschön nochmal die Vollversion gekriegt. Und ja, wir dürfen sie nochmal antesten sozusagen. Und ja, das Spiel hat sehr Spaß gemacht. Wir spielen das auch. Und ja, gucken, was die neue Mission so bringt, ne? Bin ich echt gespannt. Hat ja schon Spaß gemacht mit Katapult schießen und sowas alle. Militärische Operationen in diesem Gebiet sind aufgrund des feindlichen Wachturms sehr schwierig. Ihre Aufgabe ist klar. Zerstören Sie diese Befestigung vollständig und beseitigen damit den Außenposten und den Beobachtungspunkt für den Vorwärtsgut. Mögen die Götter während dieser Mission über dich lächeln. King's Council. Alles klar. Jawohl, verstanden. Okay. Okay. Oh, ich soll nur abschießen. Okay, nichts bauen, abschießen. Wunderbar. Okay, hier sind die Soldaten. Hallo, hallo. Gut. Dann werden wir jetzt mal die ganzen Kugeln hier reinmachen. Kann ich... Muss ich mal schauen, wie das nochmal war hier. Wo war denn das Menü? Gab es denn nicht ein Menü? Oh, doch hier. So, kann ich Bäume abhacken? Nein. Schade. Weil das wäre nämlich cool gewesen, weil Bäume, also in der allerersten Mission sind Bäume richtig gut drauf. Hier haben sie es leider nicht mehr mit reingemacht. Schade. Okay, gut. Also, ist auch ein ganz anderes Katapult anscheinend. Ja, gut. Wir machen da eine Dings hier rein. So. Zack. Jetzt muss ich mal gucken, wie das nochmal war. Ich glaube, hier war das, oder? War das hier? Abstand ändern? Ja, hier. Genau, mit der Maus. Mit der Maus nach unten und dann macht er das. Okay. Und jetzt muss ich das irgendwie drehen. Wie war denn das nochmal? Das hier irgendwie drehen. Tipp, 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 tipp. Oder war das hier? Nee. Das war natürlich daneben, das ist klar. Okay, ich muss jetzt einmal wieder gucken, wie das wieder war mit dem Drehen. So. Ach, hier war das Drehen. So, jetzt haben wir es. Okay, so. Und wir gehen voll... Eigentlich müssen wir bloß unten das zerstören. Aber ich habe so die Befürchtung... Da es das unten ganz schön gesichert ist. Deswegen werden wir hier mehrfach reindonnern müssen. So, Feuer! Bumm! Ja, das macht nichts. Immer ein bisschen mal auf dieselbe Stelle. Und irgendwann gibt der Scheiß schon nach, ne? Los. Zack. Drauf da und los geht's. Bumm! Ah, da kommt schon langsam was raus. Langsam bricht da schon was. Wir können leider keine zwei drauf jagen. Also wir können da alle drauf machen, aber er schießt immer nur eine Kugel ab. Also das ist schon mal klar. Oh, jetzt ging sie durch. Auch nicht schlecht. Jetzt ging sie durch. Das fängt ja schon gut an. Es ist auch keine Anzeige mehr drin. Wahrscheinlich, weil Nachschub fehlt. So. Wir schauen mal. Jetzt, so. Wir gehen mal hier hin. Und dann versuchen wir einfach durchs Loch zu schießen.
Vielleicht ist das so der Schlüssel zum Sieg. Zack. Ja, schön rein in die Luke. So, und Feuer! Und Feuerring getroffen. Bam! Habt ihr das gesehen? Mit einem Schuss war die weg. Erledigt. Finish. Aber wie der Turm kaputt gegangen ist. Okay. Also, das fand ich jetzt echt lustig, muss ich sagen. Das habe ich noch nie gesehen. Okay, gut. Ja. Gut, das war die Mission. Dank der effektiven Bombardierung, die sie durchführen konnten, haben die königlichen Streitkräfte in diesem Bereich Bewegungsfreiheit erlangt. Dieser Erfolg ermöglicht es uns, zusätzliches Gebiet zu sichern. Wir drücken unsere aufrichtige Hoffnung aus, dass ihre Erfolge nicht mit dieser Mission enden wird. King's Council. Ja, habe ich gut gemacht, ich weiß. So. Okay, weiter geht's. Die Schlucht. Jetzt bin ich gespannt. Darf ich eine Brücke bauen oder was? Also es ist hier kein Open Krieg, ne? Also man ist ja nur da und baut sich irgendwas auf und so, unser loyaler Somai. Wenn die Kriegskampagne an Dynamik gewinnt, stoßen unsere Streitkräfte auf weitere Herausforderungen in feindlichen Territorium. Leider müssen wir uns zunächst mit der Befestigung der stark bewachten Schlucht befassen. Dies ist die einzige ausreichend breite Schlucht in der Nähe, die die Bewegung einer so großen Anzahl von Truppen wie unser zusammen mit Vorräten und dem gesamten Unterstützungssystem ermöglicht. Daher ist das Hauptziel, einen völlig sicheren Durchgang für unsere Streitkräfte durch diesen Bereich zu gewährleisten. Unsere Einheiten haben bereits einen der drei wichtigsten Punkte in diesem Bereich erfasst. Das besetzte Gebiet wird nun von ihnen als Baustelle für eine andere Kriegsmaschine verwendet, den Onaga. Mit ihrer Hilfe werden sie die feindlichen Befestigungen abreißen und die Moral der Verteidiger schwächen. Ihre Mission ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg der bevorstehenden Operation. Wir glauben, dass sie ihre Pflicht gegenüber dem Königreich erfüllen werden. King's Council. Verstanden. Okay. Ich wollte gerade sagen, dass sich die Übersetzung verbessert hat, aber wenn ich das hier schon sehe, dass Exit Speisekarte bedeutet, ja, ich glaube eigentlich, das soll ein Menü heißen, aber das merkt man doch. Aber, okay. So ist es halt. So. Scheint, dass sie mir das Gebiet bereits gesichert hat. Ich muss die Baustelle überprüfen. Okay. Wir schauen mal die Baustelle. So, das können wir eigentlich erstmal alles abholen hier. Alles, was wir finden, können wir auch mitnehmen. Wir brauchen bestimmt diese Seile überall. Hier kommt man nicht rein. Kommt man hier rein? Nee. Okay, ist ja schon was los hier. So, fahren Sie zur Baustelle fort. Das muss ich jetzt kaputt machen. Ah, die Brücke ist kaputt, okay. Ich muss den Turm wahrscheinlich jetzt kaputt machen. Also ich muss mal sagen, ja, es ist schön gestaltet. Es ist auch schön aufwendig gestaltet, ja. Oh, ich muss wahrscheinlich die beiden Türme kaputt machen. Okay. Ja, es ist schön gestaltet. Also das kann man nicht verleugnen. Ja. Schon gut gemacht. Manche hätten vielleicht jetzt einfach so ein Katapult hingesetzt. Hätten gesagt, hier, baue da ein paar Stegen drauf und dann war es das. Ja, aber das ist so schön gestaltet. Also gefällt mir. Auf jeden Fall. So, mal gucken hier, was wir brauchen. Köcher kann man leider nicht nehmen. Das ist schade. Gehen Sie zum Wald, einen Baumarkt. Optional zum Ziel gehen. Aha. Ich gehe doch zum Ziel. Ich gehe gern zum Ziel. Holzstrahl, Holzstamm. Okay, mehr wird hier erstmal nicht drin sein. Doch, hier sind Seil. Ist gut, das brauchen wir wahrscheinlich gleich. Hier sind noch mehr Seile. Hier ist nichts drin. Was ist mit dir los? Geht's dir gut? Ja, ich denke schon. Seil, Seil. So, da ist auch nochmal ein Seil. Ansonsten hier, der will nix. Das hier muss ich jetzt auch noch schmieden. Oha, tatsächlich. Onaga-Arm, okay. Jetzt müssen wir das auch noch sogar schmieden. Okay, cool. Handwerk, ja, okay. Cool. Das habe ich ja in der Demo oder beziehungsweise in der anderen Version ja eigentlich schon gesagt. Oh, wir müssen bestimmt auch Stein hacken. Dass die Aufmachung sehr gut ist, aber dass mir die Arbeitsschritte zu wenig sind. Ich wollte halt kennenlernen, wie die Arbeitsschritte sind, wie sie Nägel herstellen, wie sie diese Bolzen herstellen und sowas alles. Das war mir schon cool mal zu erfahren. So, bin ich jetzt ob richtig? Kann man vorher an einen Baum hacken. Okay, jetzt muss ich ganz viele Bäume hacken. Genau, so, hacken, hacken.
Tipp, tipp, tipp. Schneiden Sie den Baum. Zack. So, verstecke dein Werkzeug. Optional rüste die Hand aus. Haben wir gemacht. Holen Sie einen hölzernen Stamm. Ich glaube, ich kann 3 Stück mitnehmen. Genau. Dann kann ich sie da drauflegen und zum Workshop gehen. Jetzt muss ich die hobeln sozusagen. Ja, und dann können wir hier hinlegen. Zack, zack. So, debug ein Protokoll. Alles klar. Was auch immer die Protokoll heißt. So, jetzt muss ich hier genau die Dinger treffen. Dann tut er sozusagen das Ganze entrinden. Zack. Zack. Und umso besser man halt trifft, umso besser ist das. So. Muss ich halt überlegen, was brauche ich jetzt? Wartet mal. War das schon die Größe? Genau, hier kann man sie schneiden. Ist das schon die Größe, die wir brauchen? Ja. Okay, ist schon die Größe. Oh, das finde ich wieder schade. Ich hätte gern diese Arbeitsprozesse gemacht. Das finde ich schade. Okay. Na gut, ist halt so. Bauen Sie ein Maschinenteil auf. Okay, das machen wir. Wofür ist das hier eigentlich? Was ist das? Säge. Ah, zum Schneiden. Okay. Zum Schneiden nachher. Gut. Soll ich jetzt aufs Blaue gehen? Treffen wir nur 20. Das andere ist 40. Ist eigentlich ganz einfach, ja. Genau, leveln können wir auch. Ich weiß gar nicht, wie das war. C. I. I ist Inventar. K. L. O. O war das, genau. O. Da haben wir so eine Dinger hier, so eine Mark sozusagen, so eine Medaillen. Und da können wir uns sozusagen aufpushen, aufleveln. Es gibt sogar auch mehr, das ist gut, okay. Aktivieren schneller und 10% pro Level. Aha. Okay, das klingt doch gut. So. Spitzhacke brauchen wir bestimmt auch gleich. So. Oh. Eine goldene Axt. Alles klar. Okay, so. Jetzt geht's weiter. Habe ich Eisenkohle. Okay. Genau, das hat mir gerade erklärt, dass es hier Kohle und sowas gibt. Achse muss ich herstellen. Seil, Holzstrahl, halb. Okay. Hier auch nochmal Holzstrahl. So, das heißt, aus den beiden muss ich jetzt erstmal einen Ganzen machen und dann wird sozusagen halbiert. Warte mal. Oh, 68, okay. Zack. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. 3 Schlägen, nice. So, jetzt muss ich das hier drauflegen. Jetzt kann ich das sägen. Zack. Und so sind halt viel mit Minigames. Und ist gar nicht so schlecht eigentlich. Also mir gefällt das. Hat mal was, ja. Natürlich, wenn es jetzt den ganzen Tag spielt, dann ist es natürlich... Oh, halb. Setzt er das nicht rein? Okay. Also ich muss wohl alle haben, okay? Muss wohl dann alle erstmal im Inventar haben. Okay. So, jetzt wieder nochmal Halsbalken, Metallband. Okay, so. Dann müssen wir uns mal gucken. Gehen Sie zur Mine. Ist die hier? Da hinten ist die Mine, okay. Dann gucken wir mal, was mit der Mine so los ist. Ah, hier. Okay. Kann ich doch gleich nehmen. Haben sie schon was geschürft hier. Okay. Jetzt muss ich wohl einmal... Ach, hier steht Mainz. Ist ja cool. Okay. Ja, und jetzt? Ah, jetzt muss ich das einzeln sammeln. Okay, krass. Jetzt habe ich das im Inventar, oder wie? Ah, okay, gut. Dann hacken wir mal ein bisschen was hier.
So, jetzt muss ich schmieden. Gut. Eine Eisenstange. Okay, bin ich gespannt. Ist jetzt wohl ein anderes Katapult. Das andere war nämlich komplett aus Holz. Das hier ist wohl mehr Dings. So, Schmiede, Eisenstange. Heißt eigentlich Eisenbahn, aber okay. Okay, gut. Handwerk. Jetzt habe ich drei so eine Dinger. Okay, gut. Jetzt muss ich mal gucken, was braucht der hier? Handwerksartikel, Metallband zweimal braucht er. Ja, zwei Metallbänder. Okay. Zwei Metallbänder, nee, das ist der hier nicht. Das macht er nur hier, zwei Metallband. Eins, zwei. Gut, haben wir gebaut. Bildquerbalken. Okay, Nagel muss ich auch. Wo ist denn der Querbalken? Hier. Holzbalken. Ah. Heißt nochmal Holz. Kann ich den Baum auch hacken? Nö. Nur große Bäume. Okay. Na dann, hacken wir nur große Bäume. Den auch nicht. Ah, nur da, wo, nur was Schrift, wo Schrift steht. Nur da, wo Schrift steht. So, gut. Okay. So. Zack, zack. Zack. Okay. Also das kann ich auch nicht abhacken, weil da nicht meins steht. Also ich kann nur abhacken, wo meins steht. Zack. So, dann bauen wir den Querbalken. Zack. Erledigt. Ah, jetzt muss ich mit dem Hammer draufhauen. Zack. Deswegen, die Dinger hätte ich gern selber geschmiedet oder sowas. Ne? Auch einfach zu erfahren, wie die das wirklich gemacht haben. Aber okay. Schade. So. Bauen Sie Maschinenteile auf. Bild. Links vertikaler Strahl, rechts vertikaler Strahl. Okay. Metallband habe ich plötzlich genug. Woher auch immer. Habe ich wohl bekommen. Jetzt brauche ich wohl Nägel und so einen Holzstahl. Also 16 Nägel brauche ich. So, 16 Nägel. Gut. Wie viel kriege ich raus? Wie viele Nägel? 10. Gut, also muss ich noch ein bisschen sammeln. Gar kein Thema. So, hier brauche ich einen halben. Also eigentlich geht es recht zügig. Mal ein bisschen Kohle und Eisen holen. Eigentlich können wir auch gleich das alles hier abhacken, oder? Dann haben wir doch gleich genug. Oh, Level wieder aufgestiegen. Mit O. Oh, nur einen Punkt nur gekriegt. Das ist aber wenig. Was können wir damit machen? Sprintgeschwindigkeit. Ah, damit können wir noch nicht viel machen.
Okay, schade. Ja, ganz einfach hier alles kaputt. Wofür gibt es kein Gewicht? Nö. Gibt es kein Gewicht. Gut. Dann haben wir erstmal eine Seite weggehauen hier. Das sollte wohl erstmal reichen. Gut. Egal, wir haben uns gleich weg. Osterstein. Okay, den kann ich natürlich nicht erpacken. Was wir haben, haben wir. Meins. Das Ding ist halt, was ist, wenn es alle ist, ob das denn wiederkommt? Das wäre natürlich auch noch eine gute Frage. Alles meins. So. Alles meins. Gut. Oh, es kommt wohl wieder. Alles klar, es kommt mit der Zeit wohl wieder. Gut. Holz brauchen wir dann auch gleich nochmal ein bisschen. Jetzt brauche ich erstmal Maschinenteile. Was war das gewesen? Ich glaube Nägel, ne? Haben wir gesagt. Ja, Nägel. Ah ne, hier. Nägel? Doch, einmal Nägel noch. Einmal Nägel noch. Zack, beziehungsweise jetzt erstmal hier. Durchfeuern. Zack. 23 Eisenbahn, ey. Ist nicht mal viel. Aber sollte hierfür reichen, so. Einmal zack, einmal zack. Puff, gut. Fertig, jetzt kommt ein links geneigter Strahl. Links geneigter Strahl, rechts zeigerer Strahl. Okay. Also, ja, okay. Ein Viertel braucht er aber, nicht mal einen halben, ein Viertel hier. Gut, das heißt einen Baumstamm und dann halbieren und nochmal halbieren. Oh, ein Level, okay. Zwei Punkte. Stabile Säge, die schneller strahlt. Ah. Zehn Prozent schneller.
Zurück mehr Strahlen. Das wäre gar nicht so schlecht, die 10. Da kriege ich mehr raus. Zack, Säge. So. Jetzt nochmal. Ja, das haben sie doof gemacht, dass ich das jetzt erstmal wieder runternehmen muss. Also muss ich den einen wieder drauf machen, dann geht es wieder von vorne. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Das hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können. So. Viertel. Los geht's. Einmal. Oh, Nägel brauche ich wieder. Ah, noch einmal Nägel. Zack. Der falsche, so, der war's. Und dann haben wir's. Oh, die Anschläge drauf. Na, was kommt jetzt? Frontrahmenstrahl. Okay. Heckrahmenstrahl und Front. Okay. Halbe. Halbe, halbe. Dann passt das hier eigentlich gut. Den einen kriege ich zusammen. Zack. Gut. Ein Holzstrahl nochmal und einmal Nägel. Also, das finde ich gut. Er erklärt wirklich alles, was du machen musst. Das finde ich immer ganz, ganz toll. So, noch einmal Holz holen. Mit meiner goldenen Super-Axt. Ich glaube, allzu viel Holz werden wir gar nicht brauchen. Das war eine Hälfte, genau. Gut. Heute sollten Sie sich auf den nahegelegenen Wagen befinden, der in einer Schachtel gesperrt ist. Sie werden perfekt für den Onaga sein. Okay. Was für heute? Ach, in dem Wagen. Okay. Diese Box braucht einen Schlüssel. Könnte Schlüssel sein? Ich werde mein Glück versuchen, den Soldaten fragen, der neben dem Lagerfeuer sitzt. Interessant. Hallo. Nimm den Lagerfeuer. Ach, der. Hallo. Ich wusste gar nicht, mit deinem Kommen und danach fallen wird, wenn ich einen Schlüssel verliere. Hören Sie, ich bin mir nicht sicher, wo der Schlüssel ist. Ich erinnere mich nur, dass ich ihn immer noch am Gürtel hatte, als ich die Fußgängerbrücke im nahegelegenen Wald überquerte. Versuchen Sie sich dort umzusehen. Nahegelegenen Wald, Fußgängerbrücke. Stand doch gerade irgendwas. Hier vielleicht. Ach, da liegt er doch. Auf dem Stein. Interessant. Oh. Nicht wegschmeißen.
Nur kleine Versteckspiele mit drin. So, ab in Truhe, zack. Zwei Leder heute. Nice. Bild-Lederpolsterung. Okay. Ja. Wo ist die Lederpolsterung? Wie mache ich die? Hier? Nee. Bild-Lederpolsterung. Achso, das ist hier. Spannungsacke, Hinterachse. Federseil. Vorderachse. Das ist anscheinend noch gar nicht drin. Spannungsachse, okay. Muss ich wohl erst noch bauen hier. Die anderen Sachen. Metallbandachse, okay. Federseil. Großes Seil, Eisenplatte, Zahnradmechanismus. Also zwei Eisenplatten, zwei Zellen, ein großes Seil. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ein großes Seil kriegen wir hin. Hä? Hm. Okay, dann Zahnradmechanismus zwei Stück und Eisenplatten zwei Stück. So, jetzt sollte ich das eigentlich hinkriegen. Jawohl, rüber. Klopfen den Mist hier. Okay, was mir aber schon aufgefallen ist, es gibt leider einen Bug hier. Hier zum Beispiel sind keine Dinger mehr da und hier zum Beispiel stehen zwei. Ist wohl ein Anzeigebug. Irgendwie. Also da ist irgendwas nicht richtig. So, weiter. Achse. Eine Achse muss ich jetzt bauen. Oder kann ich die hier machen? Nee, hier geht auch nichts. Ich kann auch nichts weben oder sowas. Nö. Muss ich einfach bauen. Okay. Achse. Was kostet die Achse? Zwei Metallband, ein Holzbalken. Okay. Zwei Metallband, zack. Machen wir einfach mal zwei Metallband. Okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr gebaut, aber das ist nicht schlimm, kann man bestimmt gebrauchen. So, und ein Holz. Ein Holzstück. So, Achse. Nee, auch nicht. Holzbalken. Kann nur in die Hände getragen werden. Okay. Dann müssen wir den wahrscheinlich vorbereiten und dann geht das los. So, gucken wir mal. Achse. Jawohl. Okay, das passt. Da ist die Achse. Da können wir sie durchschieben. Spannungsachse. Da hier die Achse, Hinterachse. Ja, die geht auch. So, gut. Da ist der Onagerarm. Lederpolsterung. Ach, die Lederpolsterung, die hier dran ist. Oh Mann. Okay. Also Nägel. Ganz übersehen. Da muss erstmal einer drauf kommen. So, zack. Drauf da. Aber das ist krass, ja. Die haben früher Leder benutzt, um das abzufedern. Nicht schlecht. So, gut. Ein paar Seile für weiter Arbeiten. Ich muss mich im Lager umsehen. Das sollte viele von ihnen hier geben. Habe ich schon gemacht. So. Brauche ich Vorderachse, genau. Vorderachse. Und die Hinterachse. So, also zweimal Achsen brauche ich jetzt. So. Zwei Achsen. Okay, das passt sogar. Muss ich bloß noch das machen. Dann nochmal Baumstamm und dann haben wir das. Läuft.
mal die Achse und dann war es das eigentlich schon fast. Weiß nicht, ob da noch Räder drauf kommen. Kann natürlich sein, dass noch Räder drauf kommen. Ansonsten haben wir fast schon alles aufgebaut hier. So, nochmal einen Baum fällen. Ja, klar, erstmal den Baum stibitzt. Gut. Nächste Achse. Ah, brauche ich Metallband. Aber kein Problem, wir können ja genug bauen. Gut, da haben wir es. Super. So, dann nur noch das Teil und dann sind wir eigentlich auch schon... Ach, noch die Räder fehlen noch, stimmt. So. Gut, was ist das? Onagearm. Gut. Was braucht der? Der braucht einen Holzstrahl halb und einen Holzblock. Holzblock brauchen wir aus Holzbalken, okay. Den habe ich sogar hier, den halben. Das ist sogar gut. Okay. Zack. Gut. Glück haben, sind wir gleich fertig. Holzblock bauen, zack. So, den noch in die Hand nehmen und schon kann man den Onaga bauen. Super. Wo ist das? Da. Gut. Sozusagen wie eine Abschlussvorrichtung. So, gut. Es ist Zeit für einen Maschinentest. Überprüfen Sie, ob alles richtig funktioniert. Okay, das war's schon. Zum Ziel gehen, laden Sie das Projektil. Okay, ich kann so einfach drehen. Der Onaga ist schwächer als das Katapult. Es kann keine Objekte so weit werfen. Oh, okay. Verstehe. Die Leistung der Maschine. Okay. Abstand. Zack, zack. Gut. Und laden. Ja, wir machen mal die Kugel hier. Zack. So. Schieß auf den Onaga. Onaga-Aufnahmen. Ziehen Sie den Onaga. Onaga gezogen. Hä? Was sind das für Übersetzungen, Alter? Das sind richtig kranke Übersetzungen. Okay. Schießen. Zack. Rinder. Bumm. Alles klar. Einmal ziehen. Zack. Fertig. Auf der gegenüberliegenden Seite der Schlucht gibt es feindliche Holzwachtwerke. Ich muss die links und rechts abreißen, um die Passage von unseren Treppen zu sichern. Gut. Okay. Verstehe. Also muss den Turm zerstören und den Turm zerstören. Na, das sollte ja kein Akt sein. Die Kugeln sind ja super truff hier. Das kriegen wir hin. So. Gut. Muss ein bisschen nach unten gehen. Ja, das sieht gut aus. Zack. Richtig schön in die Mitte rein. Und Feuer! Oh. Hätte ein bisschen höher sein können. Zack und Feuer. Das sieht gut aus. Oh ja. Gut. Nochmal das Ganze. Los geht's. Feuer. Oh ja. Uff. Das sah gut aus. So, mal eine große. Mal gucken. Okay. Zack. Alles klar. Uff. Okay, wir werfen lieber die kleinen. Das macht mehr Sinn. Zack. Ja, da treffe ich wenigstens irgendwas. Ich glaube, wir müssen ein bisschen höher gehen. Ah, ich muss wieder laden, sonst sehe ich wieder meinen Balken nicht.
Zack. Gut, und Feuer. Jetzt streut der, ne? Kann nie wahr sein. Also es dauert schon, ne? Wenn man so... Also ich muss sagen, hätte man die in Kriegszeiten benutzt, Junge, da wäre ja... Okay, puff. Okay, so, den ersten zerstört, jetzt kommt der nächste. Zack. Und auf den drauf, so. Zack. Ach Mensch. Vergess immer zu laden. Na, gut. Okay. Voll Rinder in die Möhre und fertig. Feuer! Puff. Oh ja. Das sieht gut aus. Und zacken höher. Ja, Kanonenkugel rein hier. Kanonenkugel. So. Okay. Gut. Und zack. Feuer. Bumm. Ja, noch ein oder zwei Mal, dann haben wir es geschafft. Feuer. Oh, die sind schön. Die sind ja richtig schön reingekommen. Gut. Gleich nochmal. Feuer! Bumm. Ah, komm schon. Noch einmal. Und Feuer. Jawohl, schön gestreut. Uff, jawohl. Kaputt, gut gemacht. Ich bin erschöpft, ich muss mich ausruhen. Alles klar, wohin? Okay. Ab ins Zelt. Ausruhen und eine Runde schlafen. Und so, ja, so mal, wir freuen uns sehr über die Nachricht von einem weiteren bemerkenswerten Fortschritt, der durch ihre Fähigkeiten in Bezug auf die erfolgreiche Verabschiedung der Truppen durch die Schluchten ermöglicht wird. Die Zerstörung, die sie mithilfe ihrer meisterhaften Konstruktion erreichen, bietet unserem Königreich den wesentlichen Vorteil, der in diesem Konflikt so sehr benötigt wird. Denken Sie daran, dass Ihre Handlungen dazu beitragen, die Verluste unserer Truppen während jeder Offensive zu minimieren. Sie zerstören, um zu schützen, sie zerlegen, um Leben zu retten. Alles klar. Das merke ich mir. Gut. Ja. Auf jeden Fall echt interessant. Also es gibt hier noch 1, 2, 3, 4 Missionen. Und ja, macht auf jeden Fall Fetz. Ja, aber ich denke mal, es wiederholt sich ganz schön. Ja, aber egal. So, das war das Spiel mit den Middle Builders. Ja, wenn euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüssikowski.